Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir wollen hier noch ein bisschen looten und immer noch ein bisschen skillen. Ich hasse dieses Gedonner. Dieses Düng, Düng, Düng. Man hört damit absolut gar keinen Gegner in der Nähe. Aber wir müssen jetzt hier mal rein. Ah, da ist er. Der hat aber ordentlich jetzt was gefressen, ne? Und der hat nichts. Wir heilen uns mal. Immer ein bisschen. Ihr merkt das auch, man hört nichts von den Gegnern. Wenn dieses Gedonner kommt. So, immer ein Loot. Und hier nochmal Gold. Bleib ich wieder hängen. Der hat nichts. Und der hat auch nichts. Okay, der hat diesmal ein bisschen mehr gefressen. Nein, nicht Stamina, das hier. Machen wir hier auch nochmal ein Safe Game auf die 3. So. Gab's ja nichts. Wo genau sind wir jetzt in dem Bereich? Den Bereich hatten wir noch gar nicht erkundet, oder wie? Kommen wir auch gar nicht mal hin. Beziehungsweise anscheinend schon doch irgendwie, aber wie kommt man da hin? Wie musst du dort einen Weg hingeben? Und den haben wir auch nur erledigt. Oh, der hat mich jetzt erschrocken. Wo sind wir jetzt? Waren wir hier schon? Sieht so aus, als waren wir hier schon. Hier waren wir auch schon, ne? Na komm, wir gehen. Wo kommst du denn her? Wir machen uns mal wieder auf den Weg zurück. Achso. Da war ja etwas, was ich übersehen hatte. Ein bisschen haben wir nämlich schon gesammelt. Unsere Sachen sind alle wieder kaputt. Jetzt hänge ich hier fest, oder wie? So. Ja, Buckler brauchen wir nicht.
Vielleicht hier gibt es wieder einiges. Jo, 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 jo. Übertreib nicht. Der hat nichts. Und der ist wieder auferstanden, natürlich. Bleib liegen. Bleib liegen. Okay, hinter mir, die sind da geblieben. Komm, nehmen wir mal mit. Wo kommt der jetzt her? Spawnt einfach direkt vor mir. Bei Stäbe hatte. Genau. Bleib liegen. So. Nochmal Healing. Alter. Was sind das? Das waren jetzt aber Low-Tränke. Tränke, genau. Der hat nichts Wertvolles. Ja, komm, wir gehen mal hier rum. Genau, der kommt jetzt noch hinterher. Und gerade eben der. Hat einen Arsch. Ich schon wieder. Ich hätte jetzt nichts gegen, wenn wir jetzt wieder aufsteigen. Oh, nee, nicht der schon wieder. Okay, den haben wir erledigt. Gehen wir nochmal wieder zurück. Wie viel haben wir jetzt an Erfahrungspunkte? Gleich schon 6 Millionen. Und dann war hier noch der hier, aber hier machen wir auch noch mal ein kleines Safe Game auf die 3. So. Noch mal heilen. Nice. Was wird das jetzt? Okay, wo genau sind wir jetzt hier? Ah, okay. Mehr gibt's hier auch nicht. Dann können wir uns auch gerne jetzt mal den Ausgang hier raussuchen. Oh. Skelette wieder. Und hier geht's wieder. Ah, genau, das war schon der Ausgang. Würde ich sagen, lass mal nach High Rock. Crypt of Hearts. Lass mal nach Evermore. Würde 32 Tage brauchen, bis wir da sind. So. Today the people of Evermore are having the new life festival in celebration of a new year. The Emperor has ordered yet another tax increase in this new life address, and there is much grumbling about this. Still, despite financial difficulties, the new life tradition of free ale at all the taverns in the city-state continues.
The people of Evermore certainly know how to hold a celebration. Jo. Okay. Wir haben ein neues Jahr, oder wie jetzt? Wo können wir das sehen? The date is Tyrdas first of Morningstar in the year 3. Ära 394. Ist das quasi der 1. Januar, oder? Oder wie soll ich es verstehen? Aber egal, wir fragen jetzt erstmal, wo ist denn der nächste Laden? Auch auf hier, okay. Ich glaube, das hier ist es schon. Ja, ordentlich versteckt den Eingang. Verstecken ihre Eingänge immer sehr gut. So, erstmal verkaufen. Was hatten wir? Silberhelm, 300. Noch ein, ach, noch ein Stilhelm, 60. Ja, okay. Noch ein Tower Shield. Ich finde schade, dass die Tower Shields nicht ein bisschen mehr wert sind. Wo hatten wir den Stab mit genommen überhaupt? Den Dagger. Saber. Sashi. 6 Gold, ja man. Okay, das war, glaube ich, eher hier eine Flaute, dieses Mal da reinzugehen in Diamanturm. Ja, bisher ist es eine Flaute gewesen. Dafür kriegen wir 1190 immerhin. Was kriegen wir dafür? 562. Ah, der gibt ordentlich Geld. Ja, was kriegen wir dafür jetzt? Auch nochmal 1031? Ich glaube, das gibt es. Na, 93, okay. Ist okay. Ach, noch einen neuen Amulett haben wir. 468. Jetzt schauen wir mal, haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Eigentlich nicht. Aber wir müssen jetzt einiges reparieren. Okay. Das muss nicht repariert werden, aber das. Ja. Ah, okay, der braucht keine Reparatur. So, was ist damit? Hier Gold. Hier, Ebony Gauntlets of Levitation. Okay, es braucht nicht viel repariert zu werden. Was damit? Okay, der braucht. Hier Katana Will. Den auch einmal, ja. Ah, der hat mehr als genug, okay. Was haben wir jetzt alles bei ihm? 5 Gegenstände schon mal. Das
heißt, den markieren wir uns gleich mal. Und dann gehen wir zum nächsten, um auch nochmal zu reparieren. So. Den haben wir jetzt markiert. Dann suchen wir uns mal den nächsten. Irgendwo in der Nähe. So hoffe ich zumindest, dass hier einer in der Nähe ist. Hier sieht zumindest nach einem aus. Dann gehen wir hier noch rein. Ich muss auch noch einiges reparieren für uns. So, wo waren wir? Ich glaube hier. Ja. So, den. Der muss auf jeden Fall repariert werden. Der auch auf jeden Fall. Den müssen wir auch das mal benutzen wieder. Hier, Ebony Bracelet. Okay. Head of Agility. Auch gut. Und Ebony Torque. Braucht auch nicht, das ist nice. Heavy Amulett. Okay. Okay, wir haben sonst nichts mehr, was repariert werden muss. Dann suchen wir uns mal eine Kneipe, 10 Tage da bleiben und dann. Dann können wir. Oder warte mal, Magiergilde brauchen wir auch noch. Oh, hier haben wir eine Kneipe direkt. Die markieren wir. Den haben wir nicht markiert, ne? So, jetzt haben wir den markiert. Dann gehen wir da schon mal rein. Pennen dann jetzt die 10 Tage dort. So, get a room. Single wird reichen. 10 Tage, ja. Ja. Ja, da können wir camp for a while. 240 Stunden. So, dann haben wir die beiden auch zumindest wieder. Ne, doch nicht mehr. Der eine geht sofort runter. Das Aufstehen ermüdet auch einen. Kann man auch nachvollziehen, ne? So. Und es schneit immer noch. Aber diesmal ist kein Nebel da. Können wir da auch rein? Ja. Dann müssen wir die jetzt abholen. Repair, genau. Status. Nice. Nice, der hat alles fertig. Ach, da hinten war der andere. Hinter der Taverne. War es doch der, oder? Ich hoffe, das war der. Nee, das war. Das war nicht der. War der da hinten irgendwo? Der da war's. Genau, der hier. Hier hatten wir unsere anderen Sachen drin gehabt. So, und quatschen wir den mal an.
Ja, der hatte unsere Sachen. Und der letzte, ja. So, wir brauchen jetzt noch einmal kurz. Ah ja, warte, erstmal die Sachen wieder ausrüsten. So, Ebony Boots, genau. Den wieder. Nicht ausziehen hier. Ziehen, ja. Genau, dann den Tower Shield und die Katana. Marco Crystal, Crystal of Paralyzation. Genau, Mark müssen wir auch noch wieder anziehen. Ring of Shielding. So, und da brauchen wir hiervon wieder 37. 37 haben wir gerade irgendwie wieder verbraucht. Hey, junge Dame, hallo. Hi. Du, kannst du mir sagen, wo die Magiergilde ist? Southeast. Okay, danke schön. Also diese Richtung. Und hoffen wir mal, wir finden es gleich. Oder wir fragen den jungen Herrn hier mal, also wo die nochmal ist. Genau, hier, Magiergilde. Okay, nochmal ein bisschen südlich. Da ist sie ja schon. Hier ist nicht der Eingang. Und an dem Ding komme ich auch wieder nicht vorbei, natürlich. Und rein da. Da ist der nette Herr. Der kann mir sicher hier schön Potion verkaufen. Hier. 3,7, das wird reichen. 1850. Na, jetzt haben wir in dem Fall mehr Gold verloren als gewonnen. Aber egal. Wir können dann uns jetzt gleich trotzdem mal auf den Weg Richtung dieses Krypta der Herzen hier machen. 2 Tage wird das brauchen, ja. Dann, warte mal, wir müssen vorher speichern. Hier, Save Point setzen. Wieder auf 1, genau. Und dann können wir jetzt darüber reisen. Genau hier. Ja. 2 Tage und ab dahin. Crypt of Hearts. The chill of death seems to touch your heart as you gaze upon the stone. Walls of the Crypt of Hearts above the entrance dance a grinding skull. A warning to those who would traverse the halls of the dead. You can sense the sixth piece of the Staff of Chaos somewhere below. So. Hier machen wir auch noch mal ein Safe Game auf die 2. Um ganz sicher zu gehen. You stand in the Crypt of Hearts, a world of darkness and death. The air is still decayed with age and the smell of sulfur pervades the air. A hot wind seems to be coming from around the corner to the south.
Also Süden. Müssen wir irgendwie hin. Ah, okay. Da haben wir einen Drachen. Die Monde und so weiter. Müsste das nicht in Elsweyr sein, bei Khajiit mit den Monden und. Oder zumindest in Skyrim? Wahrscheinlich wieder so eine Prophezeiung oder so. Na, kommst nicht ran? Ach komm, wir gehen rüber. Der kann mir eh kaum was anhaben. So, dann haben wir die. Dolch brauchen wir nicht. Die vier auch noch mal erledigt. Interessant, wie es hier aussieht. Ja, hier wieder Skelette irgendwo. Die auch schon mal erledigt. Immer diese Drecksspinnen. Hier auch immer angekommen. 70 Gold, immerhin. Die Spinne war es wert. So, ich habe aber keinen Plan, wo wir hin müssen. Auch irgendwie. Einen komischen Weg, den ich hier gegangen bin. Ah, okay, es geht schon ordentlich weit nach Süden hier. Ach, die attackieren mich hier. Okay, jetzt brauchen wir wieder. Ich würde sagen, den nehmen wir einmal. Und so, noch mal voll machen. Das sieht so aus, als müsste hier eigentlich ein Schlüssel sein oder so. Okay, hier ist niemand mehr. Und das Game läuft auch nicht mehr ganz so flüssig gerade. Ich würde sagen, hier machen wir einen Break und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.